Jo, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist stürmisch, meine Haare flattern im Wind und ich beginne heute von zu Hause, weil ich bin gerade in der Vorbereitung für einen Bushwalk, der angeblich Stufe 4 Schwierigkeit ist. Also Stufe 4 ist die letzte Schwierigkeit, die man noch ohne Klettern und Abseilen gehen kann. Auch wenn es empfohlen wird, dass man rudimentäre Bergsteigerkenntnisse hat. Haha, Österreicher! Wir brauchen keine Ausbildung, wir kennen das von selbst. Ja, ich plane gerade die Route und mache mich dann auf den Weg nach Blackheath und bin echt gespannt, wie anstrengend der Track wirklich ist. Jo, es ist immer noch stürmisch. Wie man da hinter mir sehen kann, geht es zum Lookout 100 Meter, zum Blue Gum Forest. Ja, sehr schwer, sehr steil, 2,5 Kilometer. Und zurück muss man ja auch noch kommen. Und dann genauso schwer und ein bisschen länger ist zum Campingplatz, den ich hoffentlich nicht brauche. An dieser Stelle einen lieben Gruß an Stefan Blank, der mein letztes Video kommentiert hat. Ich werde diesmal eine Map in das Video posten, damit du mich nicht stalken musst. Und schauen wir jetzt den Lookdown an. Bevor ich zum Lookdown gehe, nur eine kurze Anmerkung. Ich habe heute meinen guten alten Toyota Corolla und kein Motorrad genommen. Warum? Weil die letzten 15 Kilometer bis zu diesem letzten Parkplatz in the middle of nowhere, und da sind wir schon wirklich, wirklich weit in the middle of nowhere, war eine Schotterpisten Deluxe, die ich meiner Harley nicht antun will, und mein Chinesen-Motorrad, ja, das muss ich putzen. So, also habe ich das Auto genommen. Okay, ich bin übrigens nicht weit entfernt von der Stelle, wo ich vor fast genau 10 Jahren höchst illegal in einem notdürftig adaptierten Holden Captiva übernachtet habe und mich über den Morgenfrost aufgeregt habe. An dieser Stelle Gruß an die Luna, falls zuschaut. Die ist damals bei diesem Wahnsinnstrip dabei gewesen. Und ja, damals hat es Morgenfrost gegeben und ich habe mich furchtbar aufgeregt im Oktober. Morgenfrost in Australien, was soll der Scheiß? Ja, nachdem ich jetzt in den Blue Mountains lebe, wir haben auch heute Morgen Morgenfrost gehabt. Okay, genug gesudert. Ein langer, anstrengender Marsch wartet auf mich. Jo, ich habe nicht wirklich eine Ahnung, was jetzt der große Unterschied zwischen einem Lookout und Lookdown sein soll. Aber das hier ist der Paris Lookdown. Vielleicht ist der Unterschied in erster Linie, dass man da nicht so sehr rundum wie beim Grand Canyon Evans Lookout schaut, sondern nach unten. Jo, da geht's schon ein Stückchen runter. Aber so arg findet es jetzt eigentlich gar nicht. Aber ich habe mir jetzt angeschaut, wie steil der vor mir liegende Track ist. Und da gibt es natürlich nur eine passende Aussage dazu. Hund, Alter, gehen wir's an. Okay, bevor der wirklich gramperte Abstieg beginnt, gibt es noch einen zweiten Lookdown, Lookout, was auch immer. Ist durchaus hübsch. Schöne Aussicht. Wie man da deutlich sieht, da wird es schon ein bisschen trockener im Vergleich zu meiner Homebase. Wir sind jetzt 15-20 Kilometer tiefer im Busch. Ich sage ziemlich genau in der Mitte zwischen Great Western Highway und Belt of Road. Road of Life, keine Ahnung. Und es wird stürmischer. Yo! Schau mal, wie krampft der Abstieg wird. Ich kann schon eines sagen, they are not kidding around. Ich meine, das war jetzt gerade einmal das erste Stückchen, aber das ist ein Weg, wo man schon ein bisschen kraxeln können sollte. Es hat zwar hin und wieder Stufen eingeschlagen in den Stau, aber die sind, also da habe ich ehrlich gesagt lieber einen Eichkatzenweg. Und ja, ich glaube, das sollte man, lasst mich das einmal kurz demonstrieren, hier sollte man schon ziemlich trittsicher sein. Wenn man hier nicht ziemlich trittsicher ist, dann ja, ja, dann landet man da irgendwo unten. Okay, schauen wir, ob das noch cooler wird.
Ja, ich habe mir einen Orchkatzelweg gewünscht. Ich habe einen Orchkatzelweg gekriegt, das ist schon super. Da schaut, das ist laut der Beschreibung einer jener Wanderwege, wo man die Kinder und Oma und Opa am besten zu Hause lässt oder im nächsten Wirtshaus parkt, weil ja, also das ist sicher ein Pfad, der verzeiht nicht viele Fehler. Okay, Disclaimer, natürlich nur, wenn es Wunschkinder waren und wenn man die Erbfolge nicht beschleunigen will. Ja, aber unglaublich schöne Aussicht. Es ist noch immer stürmisch, aber die meiste Zeit ist man im Busch und geschützt. Gefällt mir recht gut bis jetzt, ist herausfordernd, aber nicht so, bis jetzt noch nicht der Wahnsinn schlechthin. Wie so oft auf meinen Bushwalks nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Also kraxeln sollte man schon können, damit man da halt halbwegs heil runterkommt, ohne dass man irgendwo runterfällt. Ja, ja, also es ist natürlich nicht hochalpin, wir sind da auf 1000 Meter irgendwas und überwinden insgesamt 578 Höhenmeter, bis wir unten sind. Aber grundlegende Alpinerfahrung ist sicher nicht schlecht. Bis jetzt würde ich sagen, so, ja, jemand, der in Rang kaum am Ötscher geht, der wird sich hier wohlfühlen. Jemand, der nur am Hochberneck spazieren geht, sollte vielleicht sich zweimal überlegen, ob er diesen Pfad beschreitet. Chapeau, Chapeau, Mr. Walking Track oder Mrs. Walking Track. Ich bin gerade da oben gerollt und das war nicht ohne. Vor allem, weil ich werde die Kamera wechseln. Vor mir geht es ein ganz schönes Stück runter. Nämlich hier. Ja. Ja. Ja, wie man da sehen kann, habe ich jetzt schon wieder ja gesagt, wie man da sehen kann, das ist nicht ohne. Da sind schon einige Passagen jetzt dabei gewesen, der Kategorie ein falscher Schritt und das war's, Game Over. Und die Magic-Veteranen, ah Mann, ah mehr und du bist hier. In dem Fall ein falscher Schritt und du bist hier. Muss ganz ehrlich sagen. Es ist ein bisschen mulmig und ich merke, dass ich sowas in der Art schon lange nicht mehr geraxelt bin. Okay, jetzt bin ich schon zweit, aufgeben wird nicht, außerdem will ich da wieder aufgeraxeln. Nein, muss ich aber, scheiße. Ja, zwei Erkenntnisse, bin vielleicht immer noch unfit, aber immer noch halbwegs trittsicher, falls dieses Video erscheint und nicht posthum erscheint. Toll, falls nicht, hat er ein Demonstrandum. Was ich sagen muss, ist, dass ich ein Volltrottel bin, weil ich hätte da gar nicht runterkraxeln müssen. Ich meine, es war, wie gesagt, es war akzeptabel. Es war kraxelbar, kletterbar für unsere deutschen Freunde. Aber das hätte ich mir sparen können, weil es gibt da rundherum eine Stiege. Okay, die ist aus Stein und feucht und glitschig und steil. Aber ja, vielleicht, und Geländer hat sie auch keines, aber vielleicht ersparen wir diesen Kletteraufstieg und nehmen auf dem Rückweg die Stiege. Klingt nach einem Plan. Die Aussicht ist, wenn man durch die, meine dumme Kamera macht das aber nicht, da sieht man es ein bisschen, ja, so funktioniert das. Die Aussicht ist voll genial. Gegend wunderschön. Bis jetzt ist mir kein Wanderer entgegengekommen, nur ein Bergsteiger. Was mir vielleicht zu denken geben sollte. Okay, weiter. Ja, in die Berg bin ich gern, weil da gefreut sich mein Gemüt. Wo die Gummibaum wachsen und die Kokosnuss blüht. Das ist natürlich ein Schwachsinn, es gibt keine Kokosnüsse da. Die Kamera steht wieder mal nicht scharf. Ah, jetzt traut er sich. Ja, das ist Bergfeeling fast wie zu Hause. Wunderschön. Nicht ungefährlich zum Bekraxeln und Besteigen. Aber
es lohnt sich. Ja, irgendwo da muss ich rein. Ja, ich bin jetzt ungefähr Midrange, also auf halber Höhe zwischen den Berggipfeln ganz oben und dem Flusslauf da irgendwo unten im Tal. War anstrengend, war eine Challenge, war sausteil und mir graust vor dem Aufstieg am Ende, also wenn ich dann wieder zurückgehe. Aber ja, jetzt mache ich eine kurze Pause, pinkle irgendwo verstohlen in den Busch, nicht weiter sagen. Haben wir Rippenschokolade und mein Multivitamin-Guarana-Mischgetränk eine, wovon ich mir 2,5 Liter mitgenommen habe. Und dann mache ich eigentlich den Rest vom Abstieg zum Blue Gum Forest, also zum Wald der blauen Eukalyptusbäume. Okay, weil sicher eine Frage nach dieser ominösen Schokolade kommt, das ist sie. Eine Mischung aus dunkler Schokolade und Instant-Kaffee. Klingt grauslich, ist am Anfang auch grauslich, aber man gewöhnt sich dran. Und für mich ist das der Ersatz für Schoka-Cola, was mich in Europa auf zahlreichen Abenteuern und mein Opa schon nach Kreta gebracht hat. Ja, in Australien muss ich mich damit begnügen. Knirsch, knirsch, Instant-Kaffee zwischen den Zähnen ist eine interessante Erfahrung. Ja, wie ich schon vorher vermutet habe, ich habe jetzt die Bergfels, die gröberen Bergfelsabschnitte hinter mir gelassen und befinde mich wieder im Busch, wo ich mich ja interessanterweise doch ein bisschen heimischer fühle. Vor allem, man kann, wenn man aufmerksam ist, das Geländer vor einem anhand der Vegetation lesen. Also nicht nur, hey, großer Baum, Stamm ist ungefähr auf der Mitte, da muss Tier vorwegehen. Stimmt, vollkommen richtig. Aber auch zum Beispiel diese grünen Pflanzen mit den violetten Blüten, keine Ahnung, was das ist. Vielleicht australische Enzian! Aber die wachsen an feuchten Stellen, an sumpfigen Stellen. Und wo ist es in den Blue Mountains sumpfig? Bevor irgendwo ein Felsen nach unten geht. Das ist quasi die Stau-Area, wo, wie im letzten Bushwalk-Video erläutert, sich die Flüssigkeit staut und gespeichert wird. Ja, und dementsprechend, wir gehen da jetzt gleich um die Kurven oder kraxeln da oben, werden wir sehen, ob diese Prophezeiung richtig ist und es hier steiler wird. Und tatsächlich, wenn man sehen kann, diese Pflanzen wachsen direkt an einem Felsabbruch. Also ja, told you so, aber wie gesagt, man kann mit der Zeit lernen aus den subtilen. Alter, da riecht es noch groß. Irgendwer baut da groß an. Okay, ich habe Wichtigeres zu tun, bis später. Ja, das Gras habe ich leider nicht gefunden. Auch nicht mehr gerochen. Obwohl das ein wirklich, wirklich schönes Wanderstück war. Gar kein Kletterstück, ein Wanderstück durch den sehr, sehr üppigen Regenwald hier. Immer noch Regenwald. Und ich habe mir schon gedacht, also an ein paar Stellen da, die waren schon gut geeignet, um die königliche Pusteblume großzuziehen. Also jetzt nicht irgendein Amsterdam High-End auf Tell-Mineralwolle und Substrat gezüchtete Sorten, sondern irgendein sehr, sehr bodenständiges, robustes Gras, so wie ich es als Jugendlicher in der Bienenhütte vom Opa aufgebaut habe. Ha, schöne Zeiten. An dieser Stelle einen lieben Gruß an die Landespolizeidirektion in Österreich. Ja, es ist geschafft. Ich befinde mich im Blue Gum Forest. Ah, ist ein bisschen sumpfig hier. Der blaue Eukalyptus wächst hoch in den Himmel und ich bin in der Talsohle. Ja, das war ziemlich anstrengend. Und da nach hinten zwischen die Bäume durchschaut, kann man erahnen, wie hoch. Ich meine, ich weiß ganz genau, wie hoch. Waren jetzt laut Google 578, laut meiner App knapp über 600 Höhenmeter. Jo, hübsch, hübsch. Es ist aber jetzt Frühlingsanfang hier in den Blue Mountains. Das heißt, man muss hier sehr, sehr gut aufpassen, wenn man durch Sumpfgras geht,
weil die Schlangen, und ja, wir haben hier einige ziemlich ungute Giftschlangen, die sind normalerweise scheu und rennen weg vom Menschen, aber die erwachen langsam aus ihrem Winterruhe und sie versuchen sich überall aufzuwärmen, auf Felsen, auf Baumstämmen und auch auf trockenen Wanderwegen. Also ja, etwas Vorsicht ist geboten, aber wie immer, anscheißen braucht man sie nicht. Und bitte sehr, wunderschön hier. Ja, der Campingplatz ist relativ fad, keine Aufnahme wert. Was ich sagen muss ist, ich verstehe jetzt einiges. Also die Wegbeschreibung laut Google Maps war hin und retour 1 Stunde 50. Die Beschreibung auf der New South Wales Blue Mountains National Park Website war 4 Stunden für einen sehr erfahrenen Bushwalker mit Kletterfähigkeiten. Kann ich sagen, Google hat mich beschissen und die Parks hatten recht. Ich habe jetzt fast 2 Stunden gebraucht, dass ich runtergekommen bin. Und es war anstrengend. Ich gehe lieber bergauf als bergab. Geht wahrscheinlich vielen von euch so, aber ich muss jetzt doch mehr Zeit einrechnen für den Rückweg. Ich wollte mir jetzt ein bisschen stärken und Pause machen. Und ich mache auch Pause und stärke mich. Ich wollte mir zuerst hier gemütlich auf diesen Baumstamm flacken. Habe aber vorsichtigerweise natürlich mit dem Fuß gegen den Baumstamm geklopft und unter der Rinde sind schon die ersten Trichterspinnen davor gerannt. Also da sitze ich mich nicht drauf. Ich sitze jetzt auf einem etwas weniger gemütlichen, aber dafür ausgetrockneten und hoffentlich unbewohnten Baumstamm. War eine schöne Wanderung bis jetzt. Auf dem Rückweg werde ich weniger Videos machen, aber ich kenne meine Fitness und ich kenne jetzt das Gelände und wird sicher ein paar Hund oder ich bin hier Pausen geben. Jetzt esse ich noch einen Proteinriegel und dann haue ich mir auf dem Rückweg vereinzelt wieder Schokolade und Guarana eine. Ja, ich weiß, es ist nicht die gesündeste Kombination, aber ich will nicht meinen Blutzucker abfallen lassen. Mein ehemaliger American Football Coach Andreas T., na, das ist zu offensichtlich, nennt man lieber A. Tartaski. Der hätte mir wahrscheinlich empfohlen, lang vor der Anstrengung langkettige Kohlenhydrate einzuwerfen, also Pasta oder irgend sowas. Jo, war er sicher gescheiter gewesen, aber ich will nicht jetzt bei der Kletterpartie irgendwo einen absackenden Blutzuckerspiegel haben und deswegen mache ich konstante kleindosige Schokoladezufuhr. Wir sehen uns am Aufstieg. Noch eine kleine Anekdote, bevor ich den Aufstieg beginne. Nicht nur ist es hier wirklich sehr schön, nein, ich habe auch beim Weg vorbei hier, genau an dieser Stelle, ein Pärchen mittleren Alters, also noch älter als ich, bei einem Schäferstündchen aufgeschreckt, versehentlich, bin kein Spanner, bin weitergegangen. Ja, ich finde es sehr mutig, auch wenn du schon am Alter bist, wo der Mutter Natur alle katholischen Gewissensbisse rund um Empfängnisverhütung genommen hat. Habe ich die Schlangen schon erwähnt? Also da muss man schon ziemlich spitz sein, wenn man es hier treibt. Okay, da irgendwo hinter diesem Wald geht es den Berg hinauf. Wieder 578 oder 600 Höhenmeter. Gehen wir es an. Und Alter, ich bin unfit. Okay, das sage ich jetzt, weil ich es versprochen habe, aber es stimmt wirklich. Wie man ungefähr sehen kann, bin ich jetzt vom knappen Drittel meines Aufstiegs. Bin paniert wie ein Wiener Schnitzel. Ist gerade ein Pärchen an mir vorbeigegangen. Gefragt, wie weit es noch ist. Wie einer gesagt hat, wie weit es noch ist. Haben sie fast zum Streiten angefangen, ob sie umdrehen sollen. Ich kann es nachvollziehen. Ich melde mich nur einmal vor der richtig fetten Felskletterpartie. Nur für den Fall, dass, ja, wenn es schief geht, dass zumindest eine Aufnahme für die Nachwelt erhalten ist. Okay, bis dann. Und, Alter, die zweite. Ich habe jetzt ungefähr 2 Drittel vom Aufstieg hinter mir.
schauen wir mal, ob wir es irgendwie besser hinkriegen. Ja. Sag es einmal so, die letzten 150, 200 Meter war jeder einzelne Schritt ein Kampf. Und ich verstehe jetzt zwei Sachen. Erstens, warum sogar die top-fitten, durchtrainierten Bergsteiger und Surfer-Boys, die mir entgegengekommen sind auf dem Weg nach unten, ausgeschaut haben wie ein Ei, gerade wie aus dir. So 10 Meter vom Herzinfarkt entfernt. Ja, da bin ich jetzt da und schon drüber über der Grenze. Ah. Das Zweite, was ich verstehe, ist, warum auf der Webseite von New South Wales Blue Mountains National Park gestanden ist, so, ja, wenn du runter gehst, entweder nach einer Pause drehst um und gehst wieder rauf, oder du steckst dein Zelt auf dem Campingplatz auf. Ja, das ist eine verdammt gute Idee, wenn ihr ein Zelt und einen Schlafsack mithält. Aber ich da jetzt sowieso nicht mehr runter gehen. Warum? Ich brauche jetzt nur mehr die Felsen da raufkraxeln. Nur mehr die letzte Kletterpartie. Dann bin ich am Parkplatz. Falls ich es nicht schon auf Abstürz und dieses Telefon geborgen wird. Laura, alle meine Bucheinnahmen kehren dir. Mach dir ein schönes Leben. Alles, was ich bin, bin ich durch die Nanette-Partei. Eher durch das Finanzamt am Städten Scheibsmilk und die Raiffeisen Landesbank Niederösterreich, Sektion Mostviertel. Ja, hat mich gefreut, euch alle kennenzulernen oder auch nicht. Ich gehe jetzt bergsteigen, kraxeln, da aufgrün. Um El Bande zu zitieren, wer von euch ist Manns genug, die Rocky Mountains zu besteigen? So. Das letzte wirklich potenziell tödlich und scheißgefährlich steile Stück liegt hinter mir. Hab's geschafft. Bin wieder am untersten Outlook. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die letzten 20 Minuten war es in erster Linie ein Kampf gegen Schwindelgefühle. Also 10-15 Stufen Pause, 10-15 Stufen Pause. Und ja, ich gebe ehrlich zu, ich bin teilweise auf allen Vieren gerade. Überall, wo es Stiegen gegeben hat, habe ich Stiegen genommen. Die paar Felsen, die man kraxeln hat müssen, haben Gott sei Dank richtig gute Tritte und Griffe eingeschlagen gehabt. Vielen Dank an wer auch immer das gemacht hat. Ja, und ich bin zurück oben. Ich meine noch nicht ganz, aber ab jetzt gibt es überall Geländer. Also, seht ihr, da gibt es jetzt ein Geländer und die stiegen da auf bis zum Parkplatz. Well, easy, das schaffe ich auch noch. Jo, hier ist der Toyota Corolla des Verderbens. Insert generic car hier. Nein, ist ein gutes, zuverlässiges Auto. So seriös. Ja, geschafft. Bist du noch deppert? Ein paar Lektionen habe ich gelernt. Insbesondere, dass man die Angaben der Parkbehörden hier ernst nehmen soll. Laut meiner Fitness-App sind das 7,5 Kilometer gewesen, was jetzt überhaupt nicht zusammenpasst mit den 4 Kilometer, außer 4 Kilometer ist auch Strecken und ich bin es hin und retour gegangen. 12.000 Schritte. Das meiste davon wahrscheinlich Stufen, zurückgelegte Höhenmeter hin und retour, 1160, wenn man Google glaubt, 1200, wenn man meiner Fitness-App glaubt. Ja, es hat mich gefreut, ein Prost auf Ungarn, Österreich, bis zum nächsten Mal.